Ja, einen schönen guten Tag, meine zwei Damen, nee, drei, meine vielen Herren. Unsere Sondersitzung, oder was heißt Sondersitzung, unsere Fraktionssitzung vor Beginn der Plenartagung ist beendet. Wir haben uns noch mal kurz über den Inhalt ausgetauscht und sind zu folgender klaren Verständigung gekommen. Wir begrüßen die Chance, die sich die regierische Regierung ausgehandelt hat, eine Chance, die wichtig ist, eine Atempause, die wichtig ist. Wir begrüßen, dass es keinen weiteren Sozialabbau geben wird in Griechenland. Das ist dringend notwendig, dass auch erste notwendige Hilfemaßnahmen eingeleitet werden. Wir begrüßen auch, dass es keine Steuererhöhung für Menschen mit geringem Einkommen oder mit mittleren Einkommen geben wird, dass endlich mal an der Spitze steht, dass die Reichen angemessen zu besteuern sind. Das wird wirklich alles höchste Zeit. Natürlich ist es auch ein Kompromiss und es stehen auch Sachen drin, die uns nicht gefallen. Das ist ganz klar. Darauf musste sich die Regierung von Griechenland einlassen. Besonders stur hat sich hier Finanzminister Schäuble verhalten, den wir deutlich kritisieren. Wirklich deutlich kritisieren. Und ich sage es noch einmal, es gibt eine Logik, die ich überhaupt nicht verstehe, bei denen die angeblich immer die nationalen Interessen vertreten. Meine Regierung hat unterschrieben, für 27% aller Schulden dieser Länder zu haften. Und wenn jetzt Griechenland pleite ginge, müssten wir 27% der griechischen Schulden bezahlen. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland, das sind 60 Milliarden Euro. Woher will die Regierung eigentlich dieses Geld nehmen? Ich sage nur, das wird immer so einseitig gesehen. Außerdem wird verkannt, was wir mit der Agenda 2010, also wir natürlich nicht, aber die anderen, für einen Beitrag dazu geleistet haben, diese ganze falsche Politik einzuleiten. So, aber wir begrüßen halt die Chance. Eine große Mehrheit hat sich entschieden, dass wir mit Ja stimmen werden. Einige werden sich enthalten, ganz wenige werden auch mit Nein stimmen. Aber die große Mehrheit wird mit Ja stimmen, weil wir die Chance begrüßen. Und jetzt will ich Ihnen gleich was sagen, weil ich das immer gefragt werde, was machen wir denn, wenn das nächste Hilfspaket im Juni kommt. Das ist ganz einfach. Entweder ist es ein Hilfspaket, das Investitionen in den Schiffsbau, in den Tourismus, in die Bildung vorsieht, Steuergerechtigkeit vorsieht. Das heißt, es kommt wirklich zu einer Wende. Die Chance wird genutzt in der ganzen Euro-Rettungspolitik. Na, dann werden wir das unterstützen. Oder es wird wieder ein Hilfspaket, wo Sparauflagen gegen die ohnehin schon Armen etc. enthalten sind. Das werden wir natürlich nicht zustimmen. So einfach ist es. Es kommt darauf an, wir sagen jetzt Ja zur Chance, aber ob die Chance wirklich genutzt wird, das ist noch offen. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, es ist ein Land gegen 18 Länder. Das ist ein bisschen David gegen Goliath. Dafür ist ja im einen Land schon eine ganze Menge gelungen, muss ich sagen. Ja, das dazu. Wir haben außerdem noch einen Entschließungsantrag verabschiedet, der unsere Position ganz deutlich macht. Den werden wir selbstverständlich noch einbringen und ebenfalls abstimmen lassen im Bundestag. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute.